Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich war jetzt gerade schon mal wieder unten in der Werkstatt, hab die Schraubenfedern in Auftrag gegeben und schon mal alles zurechtgepackt, damit wir die Zugbrücke dann so schnell wie möglich bauen können. Wir brauchen aber noch 2000 Holz. Das sollte nicht das Problem sein. Wir brauchen hier auch noch ordentlich Holz zum Verbessern. Holzblöcke haben wir zum Glück noch. Steinblöcke auch noch einige. Das heißt, wir farmen jetzt erstmal fleißig Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Und zum Glück haben wir hier ja recht viele Bäume. Allein, ja, ein Zwanzigstel haben wir schon. Das ging fix. Zack, ein Zehntel. Pro Baum 300. Da wird dann Schuh raus. Etwa. Ne. Ich will mich da jetzt nicht versteifen. Zumal ich hier den ein oder anderen schon mal angehackt habe. Ne? So, auch schon 750 fast zusammen. Das geht mit der Feuerwehraxt glücklicherweise ja echt ratzfatz. Mittlerweile habe ich auch eine Stamina-Regeneration, die eigentlich Dauerhacken zulässt. Schneller wird es nur mit der Kettensäge gehen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt einsehen würde, dafür Benzin zu vergeuden. Das können wir nachher mit unseren Gefährten wahrscheinlich weit besser gebrauchen. So, ich denke mal, wir werden gleich 3000 abbauen, dann haben wir auch genug zum Verbessern. Nach etwa 10 Minuten sind die Schraubenfedern soweit fertig, die ich noch gefertigt habe. Das heißt, dann gehen wir erstmal wieder zurück ins Häuschen und geben da die Zugbrücken in Auftrag. Der braucht, glaube ich, eine Viertelstunde zum Bauen schon. Und ja, das heißt, rechtzeitig in Auftrag geben. So, die 2000 für die Zugbrücken haben wir zusammen. Und jetzt haben wir noch die 500 für die restlichen. Und da haben wir nochmal ein Level. Das ist doch schön. Können wir gleich mal gucken, wie es ist mit Waffen craften. Ich hätte schon ganz gern ein vernünftiges Sturmgewehr. Ah, was brauchen wir denn da? Wissenschaft wahrscheinlich. Advanced Engineering. Ja, da hätten wir dann. Da hätten wir Türme, Autotürme. Aber ich will vor allem die Waffen hier haben. Craft Hunting Rifle, Pistol und Pump Shotgun. Advanced Electrical Components, Dart Traps und Zementmixer. Also das auf jeden Fall. Und die SMGs eigentlich auch. Verbesserte Bolzen und sowas. Das klingt aber gut, das wollen wir haben. Und Munition wollen wir auch haben. Erste Hilfe-Kits brauchen wir auch langsam mal. Hä? Achso, richtige First-Aid-Kits. Das ist natürlich auch cool. So, und dann geben wir hier noch ein bisschen was rein. Stamina verbessern, naja gut. Cardio. Cardio verbessern wir tatsächlich mal ein bisschen, weil dann können wir mehr rennen. So. Noch etwa 5 Minuten. Oh, das ist ja ätzend. Das mit der Sichtweite nervt mich, ey. Kann ich das einstellen? Video, Gamma, nein, nein, nein. Ja, das ist alles volle Pulle. Water Particles. Textured Streaming, wofür ist das denn? In der Anzeige. Ne. Ja, ist alles halt relativ volle Pulle. Background Opacity, Foreground Opacity, bla 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 bla. Ne. Ich muss da wirklich mal gucken, dass ich in den Einstellungen direkt ein bisschen rumwusel. So dass wir da dann
das einstellen kann oder ich das einstellen kann. Weil das hier der Scheiß immer im Hintergrund aufploppt, das geht mir ja richtig auf den Pansen. So, wir wollen höher hinaus und dann wollen wir noch ein Dach bauen. Wir können erstmal nochmal ein bisschen Cobblestone machen. Ne, können wir nicht, weil wir keine Erde mehr da haben. Ärgerlich, aber gut. So, dann wären wir auch hier oben. Können wir das jetzt mal fertig machen. So. Das Hämmer. Ich glaube, das da werde ich nochmal wieder ein bisschen wegreißen. Dann machen wir da auch gleich Holz hin. Weil das einfach besser aussieht. Ne? Nehmen wir eine Reihe weg. Kriegen auch wieder ein bisschen Erde. Way. Aber es soll ja auch noch was aussehen. Ne? Nur funktional ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, es ist wieder so eine lähmende Arbeit. Aber krass, ey. Stamina fällt quasi kaum auf den oder vom Maximalwert weg. Immer direkt wieder. Pum, 119, 119. So lobe ich mir das. So, dann können die eigentlich auch erstmal hier hin. Die Fackeln brauchen wir noch nicht. Die kommen hier aber auch noch rein. Zack. So. Dann hatten wir doch diese Baumdinger. Die sahen ja ganz cool aus. Da, die Holzklötze. Machen wir 6 Stück von. Ne, 8. Wie sieht das aus? Ja. Okay, würde ich sagen. So. Und oben drauf. Ne, machen wir auch Holz. Na, wie hoch müssen wir? So hoch, oder? Ja. Das verbessern wir erstmal, damit wir dann auch garantiert auch rankommen. Beziehungsweise jetzt, solange wir noch rankommen. Zack. Und zack. Holzaufbau. Ich hoffe mal, das gefällt mir am Ende auch. Dann können wir noch mal einen runtergehen. So. Und ziehen das schon mal ein bisschen rüber. So. Daran. Sehr schön. So. Das ist doch ganz schicki. Das gleiche machen wir. Wohl, ne, wir lassen nur so einen kleinen Unterstand. So. Wird doch ein Schuh draus. Dann können wir weiter in luftige Höhen. Fangen wir gleich mit denen an. Die haben wir gerade schon angewählt. Wird dann auch die letzte Etage jetzt. Na, eigentlich würden wir die, glaube ich, schon nicht mehr brauchen, aber. Erstmal haben. Zumal wir ja festgestellt haben, so weit können wir eh nicht gucken. Gleiche machen wir hier. So. So. Hoch damit. Nächste Frage ist, machen wir Flachdach oder machen wir Spitzdach? So, und hier machen wir, glaube ich, extrem luftig auch. So. Ja, die unterste Reihe. Ja, die ziehen wir schon noch rum. Aber danach setzen wir dann quasi nur noch ein Dach drauf.
freier Rundumblick. Da einen, da einen. Zack. Hier das gleiche. Da kommt auch. So. Hier brauchen wir noch Holz. So, dann kommt hier schon noch das Dach drüber, würde ich sagen. Die Frage ist, wie gestalten wir das Ganze? Auf jeden Fall erstmal so. Na, können wir bis dahin? Wahrscheinlich nicht. Doch, sehr schön. So, können wir hier erstmal rüber. Das reicht aber wahrscheinlich nicht mehr. Dann müssen wir es so machen. So, und jetzt aber. So. Auch hier wieder. Klack. So. Hier auch nochmal. Und rüber. Hier fehlt noch Holz. Jetzt müssen wir mal auf die Zeit gucken. Ja, wir können jetzt rüber gehen, die Zugbrücke in Auftrag geben. Das machen wir dann gleich erstmal. Und wir brauchen eh gleich wieder Cobblestone. Irgendwie müssen wir das Dach ja bauen. Oder bauen wir es aus Holz? Oh, ich glaube, wir machen das aus Holz. Ja. Wir bauen Holzdach. Ein relativ simples. So. Kommen wir unbeschadet runter? Ja. Gut. Ja, wirkt doch. Ich weiß noch nicht, wie wir das Holzdach bauen, aber wir bauen es auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Wie wirkt das von der Höhe her? Ja, ist doch okay. Ich glaube, hier nehmen wir noch eine Reihe weg. Oder? Wir machen. Ja. Das machen wir. Ja. So viel ist gut. Dann wird das trotzdem noch schön gestützt. Aber hat eine etwas andere Optik. Jo. Dann machen wir gleich das Dach. Aber holen erstmal ein bisschen Material. Ja, noch sinkt die Stamina beim Rennen, aber noch ein paar Upgrades dann wieder. Oder Upgrades. Und dann hat sich das auch erledigt. Ab im Keller. Der einzige Nachteil hier hinten ist natürlich, der Weg ist echt lang. Und ich muss hoffen, dass mir keiner das Glas einschlägt, weil dann ist hier Wassereinbruch. So, hier hatten wir alles. Ich habe hoffentlich immer noch 2000 Holz. Ja. Du, du, du und du. Und dann verstärkte Zugbrücke, und zwar zwei Stück, links und rechts. Putz, Viertelstunde. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch 1000 Pflastersteine. Jetzt aber zu wenig Holz, um damit groß was auszurichten. Das heißt, wir müssen nochmal einmal ein bisschen Holz fahren, damit wir da unser Holzdach draufsetzen können. Tippel, 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 tippel. Und dann ist das erste Türmchen fertig. Ist doch herrlich. Ich überlege gerade, ob ich da an der Seite auch noch Holz hochziehe, um die Optik zu wahren. Einmal nach ganz oben hoch. Und ich muss dringend da noch Füße ransetzen. Das geht so gar nicht. Aber gut, erstmal brauchen wir Holz. So müssen wir hier gucken. Das ist alles Stein und so schon. Holzrahmenrampe. Ja, so recht. So viel aus Holz gibt es gar nicht, wie mir scheint. Holz. Holzschrägplatte. Das ist ja ganz schick. Normale Holzplatte. Da, Holzrahmen in Ecke. So.
Sowas brauchen wir jetzt ganz viel. Das heißt, davon brauchen wir. Da brauche ich einen Schreinertisch. Oh, das ist ja. Eisenschreibtisch. Was brauchen wir denn für eine Säge? Kettensäge, Stahlgerüstsäule 100, aha. Feuchter Beton, Holzsäule 100. Wird für Basen verwendet, kann mit Holz und Bauwerkzeugen repariert werden. Na ja, gut. Okay, wir holen jetzt erstmal das Holz und dann gucken wir, dass wir noch einen Schreinertisch bauen. Ich weiß auch nicht mal, wo wir ihn letztens gefunden hatten. Ich glaube, das war beim Händler, Fragezeichen. Erstmal Holz. Damit wir den Scheiß auch fertig kriegen. 2000 ist echt ein schöner Wuppen. Dafür, dass wir gerade nur ein bisschen Holz verbaut haben, waren die 500, wenn wir mehr geholt haben, oder 1000, die waren echt ratzfatz weg, ey. Krasser Scheiß. Man hat da schon ganz schön Verschleiß, wenn man hier am Bauen ist. Und hier vorne ist es dann nachher auch ganz schön aufgeräumt, wenn ich hier fertig bin. Gerade so ein bisschen das Gefühl, ich bin in Isengard. Erstmal Natur wegreißen. Schafft Platz. So, 1037. Damit lässt sich da was anfangen, oder was? So, und dann. Wie heißt denn das Ding? Schrei. Achso, wir sind hier wahrscheinlich im Falschen. Nein. Werkzeuge und Fallen. Kann ich hier wahrscheinlich gar nicht bauen, muss ich wahrscheinlich erstmal. Na, wie heißt's? An die Werkbank. Dann dürfte das gehen. Ja, hier muss irgendwas. Muss hier noch passieren, das sieht so noch nicht schön aus. Ich glaube wirklich, dass die ordentlich was reißen würden. Wenn wir die hier auch noch hochziehen. Ja. Ja, das wird schöner. Jetzt ist mein Autistenherz gerade ein bisschen gestört. Dann könnten wir mal für so einen Schreinerteil kriegen. Ich habe auch immer wieder Scheißideen. Ich meine, das wäre jetzt gerade eigentlich total unnötig. Aber jetzt will ich es haben. Nee, ich könnte auch einfach ein Flachdach draufsetzen, dann wäre auch gut. Aber nein. Aber nein. Ich bin zu gierig. So, und bevor die Nacht einbricht, also die nächste Blutnacht, müssen wir definitiv nochmal in die Wüste Aloe Vera holen. So, gucken wir doch mal. Fällt das unter Werkzeug? Nee. Designs. Hier, Table Saw. Schmiedeeisen. Ich sogar genug mechanische Teile. Und Schraubenfedern. Ich hasse Schraubenfedern. Gut, wie viele? Beistelllampe. Super. Wir machen die erstmal zu den Favoriten, damit wir die auch schnell wiederfinden. Vier Schraubenfedern. Ey. Und dafür brauchen wir 16 Stahl. Geschmiedeter Stahl. Das geht ja noch relativ fix. 16. Und ein bisschen Kohle, die haben wir noch hier. So. Elektrische Teile und mechanische Teile. Für den, natürlich. Überhaupt elektrische Teile? Aber gar nicht. Dann kommt da wohl erstmal ein Flachdach rauf. Oder gar kein Dach. Scheiß aufs Dach. Wir haben noch genug zu tun.
So, wir haben noch genug Pflastersteine, das heißt. Meine, die können wir doch auch einfach so bauen, oder? Ja, könnten wir. Aber ich will so ein Dach nicht. Das sieht dann scheiße aus. Egal, wir ziehen da erstmal das Holzgerüst hoch und verstärken das Fundament. Und dann ist für heute auch schon fast vorbei. Ne, dann bringen wir noch die Zugbrücke an. Und ich denke mal, den zweiten Turm werde ich dann offline bauen. Der wird ja nochmal das gleiche in grün. Das müsst ihr euch ja nicht auch nochmal angucken. Das könnte etwas zu langweilig werden. Oh, vielleicht habe ich mir mit dem Ding da. Wow! Fresse halten. Aber ihr seid willkommen. Also, ich kann euch tatsächlich gerade gebrauchen. Ich brauche aber wieder Essen. Oh, das hier. Oh, habe ich noch Verbände? Wände, 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 Wände. Benutzen. Huh, das war knapp. Die denn hier? Sind die rübergeschwommen, die Scheißviecher? Und mir fällt gerade ein, wir brauchen auch noch eine Tür. Wäre vielleicht ganz sinnig. Gleich drei Stück. 42 Fleisch wieder. Vorhin noch gesagt, fehlt ein bisschen was. So. Hier mehr Holz ran. Zack. Ne, da sind sie. Boah, kommst du mehr ran, das ist ja irre. Zack, zack, zack. Super gut. Also. Zack, 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 zack. Ja, das wird richtig gut. Das gleiche machen wir gleich auf der anderen Seite nochmal. So noch ein Stückchen hoch, ne? Ich wollte gerade noch einen raufsetzen. Das wäre vielleicht nicht die cleverste Idee gewesen. So. Dann sind wir schon fast oben. Ja, ich brauche da Metall für, ist mir schon klar. Aber das will ich ja gar nicht. So. Fertig, fertig. Nö. Dann sind wir gleich oben. Dann ist die erste Seite geschafft. Eins. Hier vorsichtig runter. Nicht, dass uns. Ich bräuchte jetzt eigentlich Schmerzmittel. Habe ich welche hier? Nein. Schlecht. Ganz schlecht. So, hier hatte ich auch schon angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier tiefer angefangen habe. Sieht ein bisschen so aus. Oh, das war knapp. Das kann man ja noch nachher später verändern. Die Teile halten ja nicht viel aus. Soll sie auch nicht. Die sind ja tatsächlich nur zum hübsch Ansehen. Ästhetik in der Apokalypse. Ich sollte Katalogreihe rausbringen. Eine Runde ab. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich so einen kleinen Steg da hinten ranbauen. Also nicht, dass er was bringt, weil wir einfach damit nichts anfangen können, weil es keine Boote gibt und weil der See jetzt auch nicht so riesig ist. Wobei hier ein Boot echt cool wäre, dann müsste ich nicht noch so eine pimmelige Brücke bauen. Könnte man
vielleicht nochmal einen Entwickler weitergeben. Gib mir Boote. Ich will Boote. Und dann sind wir hier auch schon ganz oben. Das ging ja ratzfatz jetzt. Man könnte hier tatsächlich trotzdem Flachdach draufsetzen und dann Gyrokopter drauf abstellen. Ich meine, wenn es schon mal Fluggeräte gibt, wäre hier so ein Landeplatz doch echt geil. So. So weit, so gut. Haben wir noch Fackeln hier? Könnte schon mal in jedes Stockwerk wenigstens eine Fackel setzen. Na komm. Ich sehe nicht am Mount doch. Da oben muss jetzt nicht sein. Geht nur da oben. Warum? Geht doch. Zack, da brauche ich nochmal ein paar von nach. Ja, ist schon cool, jo. Das fetzt schon, wenn er mag. So, ab ins Wasser. Und hier nochmal ein bisschen nachbessern. Ich eigentlich gleich von hier aus machen. Hoch. Nicht, dass wir hier absaufen. So. Und dann bauen wir weiter runter. Zack. Zack. So, dann machen wir hier auch gleich weiter. Schon bei sind, können wir die auch genauso stark machen wie die Brückenpfeiler. Ich glaube ja, viel hilft viel. Da ein, da ein. So. Oh, mir geht der Sauerstoff aus. Ich habe ja zur Zeit so einen Hang dazu, am Arsch der Welt irgendwie aufzutauchen. Oh. Puh. Das war knapp. Na geht doch. Ich wollte gerade sagen, will das Symbol jetzt nicht verschwinden? Hier ist jetzt nicht echt ein Loch im Wasser, oder? Das ist doch nicht wahr. Da ist echt so ein Loch im Wasser. Ich krieg die Krise, ey. Hier noch so ein Holzkasten. So. Dann machen wir... Ups. Das wollte ich jetzt nicht, aber gut. Können wir auch machen. Und der Rest wird... Steg. Nun tauch mal wieder auf hier, meine Fresse. Also Wasser ist echt buggy in diesem Spiel, das nervt mich ein bisschen. So, wieder genug geatmet. So. Leitern. 10 Stück. Wieder hoch, damit er hier nicht säuft. Oh, wir haben noch welche. Na ja, gut. Ich kann die irgendwie gerade nicht sehen. Bauen wir halt eine Rampe ran. Hier. Und laufen dann immer ganz gemütlich rein. Na, wo sind sie? Da sind sie. So. Rüber. Brauchen wir natürlich noch eine. So. Jetzt sollten wir doch hier gemütlich rauflaufen können. Na, geht doch. Geht doch. So. Hier werden wir außerdem nochmal
dein Ernst? Kommst. Achso, ich. Ah, ich schleiche noch. Und da ist schon wieder so ein Loch. Ich krieg einen Rappel, ey. Naja, ich kann hier nicht atmen. Du mich auch. Da hatte ich fertig geworden? Nein. Da fehlt noch alles. Gucken wir nochmal, dass es noch einheitlich wird. So, hier haben wir 1, 2, 1, 2. Da muss der weg. Der muss dahin. Und. Na komm. Zack, 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 zack. Gehe ich mit zwei breit? Na gut. Ja gut, machen wir es hier auch. Damit es aussieht, wie es aussieht. Achso, ja Logo. Und dann hier einfach nur runter. Dann war es auch schon fast wieder. Jetzt muss ich gucken. 1, 2, 3. Ja, ist da. Ja, hier ein weiter. So. Na komm. Auf X runter. Schleichen. Ja, wir schwimmen schon wieder hoch. Und wieder runter. Und es wird auch langsam dunkel. Dann sehen wir gleich, wie das Ganze bei Nacht wirkt. Ist ja auch schön. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen was ändern. Das sieht mir alles zu labil aus hier. So. Können wir jetzt, ja, so, 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 nochmal ein Stückchen runter, cool. Können wir von hier aus bauen, so, 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 und so, 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 mir geht schon wieder die Luft aus, das ist suboptimal. Wegen so einem Blödsinn verrecken. Na komm. Wo ist denn die Scheißoberfläche? Da ist sie ja. So, haben wir ja auch ein bisschen mehr Ständerwerk. Ist doch schön. Unser Leben regeneriert auch langsam. Achso, es ist Nacht. Ja. Das war klar. So, und jetzt holen wir unsere Zugbrücken. Sind wieder leicht drüber. Ja, das ist. Ja. Ich weiß noch nicht. Da drehen wir noch was dran. Und dann holen wir uns, glaube ich, gleich noch genug Eisen. Also geschmiedetes Eisen, um da noch eine schöne Tür reinzusetzen. Zack, runter. Also gefühlt hat der Typ auch keinen Hunger mehr, ne? Nur noch 106. Wir haben schon eine Weile nichts mehr gegessen und getrunken. Nachts kommt das auch ganz cool tatsächlich. So, da sind die Zugbrücken. Eine und noch eine. Gucken wir mal. Na. Eisentür. 10 nur. Ja, das ist ja erträglich. Da brauchen wir nochmal fix eine. Wie sieht es hier aus? Gut, können wir wieder was anderes nachlegen. Jetzt machen wir mal Nitrat tatsächlich rein. Zack. Habe ich da überhaupt schon was von? Passiert überhaupt was mit? Nö. Nitrat ist also für den Arsch. Also gibt es weiter Eisen.
Zitat, no budget alert. Du brauchst so unglaublich viel Eisen. Also schmelzen wir es doch ein. So, dann machen wir uns jetzt noch ein paar Fackeln. Oder auch nicht. Stofffetzen brauchen wir. Die hier. Jo. So, ich habe hier eine Mod. Da habe ich zwei verschiedene. 5 kann ich nur. Warum nur 5? Und mehr Tierfett habe ich nicht. Ne, da holen wir oben noch ein bisschen was. Ich glaube, ich würde mich richtig verjacken, wenn da einfach so ein Zombie runtergeflogen kommt. Zumal ich ja hier oben nicht mal mehr eine Tür drin habe. So, haben wir hier noch Tierfett? Ja. Gut, dann kann ich mehr Fackeln bauen. 7 Stück, ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann gehen wir doch jetzt mal die Zugbrücke anbauen. Mitten in der Nacht. Man hat nichts Besseres zu tun, ne? Ah, sieht doch cool aus. Schön so ein bisschen beleuchtet. Das hat was. So, und dann gucken wir mal, wie die hier rankommt. Ach, stimmt, erstmal müssen wir hier hochbauen. So, dann kann man sie da. Na, falsche Breite. Wie ärgerlich ist das denn? So, ist die Frage. Also erstmal kommt hier sowieso der Scheiß weg. Kann ich die aufnehmen? Nee. Vielleicht auch nicht hier ansetzen, sondern hier. Kloppen wir wieder unsere schöne Brücke zu Klump. Haben uns so eine Mühe mitgegeben. Und dann haben wir sie doch zu Kleinholz. Also sehr gute Dienste geleistet bis hier. So. Gleich mal ein bisschen gucken wegen der Länge. Obwohl, ich glaube, bis hier war es, ne? Ja. Können wir bis hier alles wegnehmen. So. Wenn so ein Assi von hinten kommt, wäre das schon echt doof. Und Nachteil unter Wasser ist tatsächlich, ich sehe nicht, wenn die anfangen, das Ding kaputt zu kloppen, ne? So. So, lieber rechts oder lieber linksbündig? Hm. Oh, das nervt. Dass die jetzt genau ein zu schmal ist, nervt richtig. Ein breiter wäre geil. Kann ich die irgendwie da vermitteln? Nö. Dann machen wir so. Ups. Oh, so. So. Ah, wir haben eine Zugbrücke. Zack. Glitscht da was? Das wollen wir ja auch nicht. Nö, doch. Einen müssen wir da oben wieder wegreißen. Das sieht ja sonst nicht aus. Und ein paar Fackeln anbringen vor allem. Denn sonst sieht man hier nichts. Na? Warum das nicht so richtig gehen will, verstehe ich allerdings auch nicht. So, hier schon mal Licht. Hier haben wir auch schon Licht. Hier draußen haben wir bedingt Licht. So, nehmen wir die hier weg. 1, 2. Echt jetzt? So. Und jetzt sollte das passen. Sehr schön. Läuft. Und das gleiche machen wir hier drüben nochmal. So, wie viele Blöcke waren das jetzt? Wie passend sein. Wir fangen einfach an, wegzukloppen. Obwohl, wir können ja einfach wieder hier die Brücke hinsetzen. So.
dann sehen wir es ja. Ach, genau bis zu den Steinen wieder. Super gut. Ne, eben nicht. Moment. Jetzt müssen die hier wieder hin. Und ist trotzdem genau bis zu den Steinen. Okay. Schön. Dass wir jetzt hier immer noch zwei Schläge brauchen. Nervig. Nervig. Also ich glaube, wenn wir da nachher in der Mitte stehen und die Zugbrücke oben ist, kriegen wir da auch massiv Klaustrophobie. Aber egal. Ganz regal. Zack, zack, zack. Ratzfatz ist es weg. Und dann steht unser Bauvorhaben doch schon mal. Hat uns doch nur einen Tag etwa gekostet. Ich hätte mit mehr gerechnet. Aber gut. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verzählt. Und ich sollte vielleicht mal einen Blick nach hinten werfen. Da, wenn wir vielleicht mal kommt. Ja. Gut. Dann hier genauso. Patsch. Dicht die Hütte. Ja, gut, mit denen hätte das nicht gehen. Ne, da bräuchte ich wieder so eine Schrägklötze. Die hier noch so schräg hochgehen. Das wäre perfekt. Aber nein. Sowas sieht das Spiel ja nicht vor. Und dann können wir hier schön die Viecher von der Brücke ballern. Hier kommt man ran, hier kommt man ran. Zack, hier. Ja, eher nicht so. Aber dafür dann hier. Können wir eigentlich gleich schon mal die Brücke fertig bauen, wenn wir schon dabei sind. So, so. Vielleicht müssen wir auch gar nicht großartig mehr machen. Zweiten Turm klemmen wir uns einfach, beziehungsweise bauen dann nur so einen kleinen Anbau ran, weil zwei so eine Oschis macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Ne? Sieht cool aus, aber langsam geht uns einfach die Zeit aus. Das muss dann ja auch nicht sein. So kann ich ja nicht irgendwie Fackeln hinstellen. So. Geht auch. Aber die hängen dann in der Luft. Nee, das ist affig. Das macht keinen Sinn. Dann machen wir es anders. Bauen wir uns hier quasi Zinn dran. Na. So. So. Muss eh noch irgendwas hin, dass wir hier nicht runterfliegen. Das wäre ja auch dezent unangenehm. So, die auch noch verbessern. Zack, zack, zack. Achso. So. Die haben wir. Da machen wir auch noch so einen. Kommt da keiner mehr ran. Bauen wir hier ein Geländer hin. Guck mal, da sind wir. Ja, das muss dann auch noch. Das ist denn ja schon ein bisschen Prinzipienfrage hier, ne? Wenn dann schön ordentlich. Zack, da eine. Vielleicht sogar nach außen jeweils eine. Zack. Quasi so eine kleine Leuchtturm. Putz. Coolio. Alles schön beleuchtet. Läuft. Ja. Dann würde ich sagen, boah, man kann die sogar von oben aufmachen. Wie geil ist das? Das heißt, wenn jemand kommt, weil er gerade irgendwie noch was holen wollte, und der andere hier oben wartet, kann er schön Verteidigungsposition aufnehmen. Wie geil. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Unser Brückchen steht. Wir gucken nochmal einmal von hinten und dann war es das wieder einmal von mir. Ja? Macht euch noch eine schöne Woche. Arbeitet nicht zu viel. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.